Hallo, schön, dass du wieder auf meinem Kanal bist. Heute zeige ich dir, wie ich gefüllte Auberginenringe zubereitet habe. Es ist ein toller Snack bzw. ein leckeres Fingerfood. Ich habe es aber einfach als Hauptspeise verputzt. Danach habe ich noch Resteverwertung gemacht, einen gefüllten Börek. Ich habe die Auberginen in Scheiben geschnitten und in Wasser erstmal eingeweicht. Hier mal mein Tipp. Tolle Gewürze gibt's beim gewürzmaster.de. 100% Natur. Zuerst habe ich die Füllung zubereitet. Ich habe hier Rahmspinat benutzt. Natürlich ist sicherlich auch frischer Spinat sehr wünschenswert. Anstatt Hirtenkäse kann man ohne Probleme auch Schafskäse benutzen. Ich habe dann die Auberginen ausgehöhlt. Das Inlay von der Aubergine habe ich mit in meiner Mischung drunter gehoben. Dann habe ich angefangen, meine Auberginen lecker zu füllen. Magst du Auberginen? Oder isst du die gar nicht? Wie machst du deine Auberginen? Füllst du die mit Gehacktes oder wie? Ja, die sind dann im Backofen gewesen bei 180 Grad, circa 30 Minuten. Die sehen doch lecker aus. Ich war selber begeistert. Ich selber habe dann noch ein bisschen Harissa drüber gepinselt, über meine Auberginen, da ich es gerne scharf esse. Dann jeweils eine Scheibe Käse drüber und nochmal in den Backofen. Das Endresultat war mega lecker, hat mir sehr gut geschmeckt. Kann ich mir also für Silvester schon mal vorstellen. Viel Spaß beim Nachkochen. Lass gerne ein Like, ein Kommentar oder ein Abo da. Und schau dir einfach mal die Seite Gewürzmaster an, um tolle Gewürze zu kaufen. Vielen Dank für deine Zeit auf meinem Kanal. Bleib gesund!